Ah, super, wie soll ich dem ausweichen? Ja, das wird ein richtig spannendes Let's Play werden. Ganz toll. In der Zukunft werde ich nie wieder irgendein Spiel Let's Play, das mir Delfinio vorschlägt. Nie wieder. Danach werde ich erstmal das richtiges spielen, irgendwas Gutes, wie, keine Ahnung. Siege of Avalon steht auf meiner Liste. Ich könnte natürlich auch Elder Scrolls 1 spielen, aber da ich davon ausgehe, dass es ähnlich scheiße ist wie Elder Scrolls 3 oder 4, kann ich es auch sparen im Prinzip. Ja, wunderbar. Wunderbar, super. Total toll. Bin begeistert von dem Spiel. Toll, toll, toll. Ich hoffe auf die Entwickler, die ein nutzloses Speichern- und Ladensystem integriert haben. Ja, ganz toll. Wir können auch gleich wieder neu anfangen im Prinzip, ne? Das wird richtig spannend noch, dieses Spiel. Gleich passiert was. Mhm. Es geht ganz schnell. Mhm, ja, doch. Ganz schnell, ja, ja. Du mich auch, Delfino. Ja. Den juckt es nicht so wirklich, ob ich ausweiche oder nicht. Kann das sein? Hallo. Oder kann ich einfach an dem vorbeifliegen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich denke eher nicht, nein. Na, tschüss. Fallen übrigens Steine runter. Lustigerweise fallen die erst runter, wenn ich den Gegner getötet habe. Ich sehe einen Zusammenhang. Ich muss jetzt bitte mal sterben. Ich brauche einfach nur ganz viel Schild. So 2 Milliarden Schild oder so. Oder so. Deine Mutter oder so. Ich habe drei lustig krähende Krähen der Kreische. Die Dinger sind überall zielsuchend, wie es aussieht. So, wir schießen das Ding mal noch ab. Hey, warum habe ich jetzt nur noch einen von diesen drei drehenden Kreisen? Ist doch scheiße. Hat sich erledigt, das Problem. Jetzt habe ich nämlich gar keinen mehr, toll. Ich habe übrigens kein Nitro. Kriegt man hier überhaupt irgendwo Nitro? Nitroglycerin! Wirklich funktioniert es mit dem Waffenwechsel auch nicht, habe ich das Gefühl. Toll. Die Steuerungskonfiguration ist ewig merkwürdig. Er akzeptiert immer nur das irgendwie, was, keine Ahnung, wie festgelegt wurde. Ich musste dann manuell über die Textdatei ändern. So, was auch immer du machst, mach mal deinen Job. Ja, das macht voll seinen Job. Stürz ab und sei ruhig. Gut. Weiter geht's. Ist da irgendein Trick bei dem Spiel? Nein! Cheats benutzen. Oh. Gleich mal Unverwundbarkeits-Cheat anwerfen. Wir schießen wieder Panzer auf mich. Meine Munition wird bald wieder alle sein. Ja, ja, ja. Noch nicht, aber wir nähern uns. Ich will dann erstmal hoch. Ja, das hatte ich, so hatte ich mir das vorgestellt. Willst du jetzt bitte mal sterben?
super, dass man die Raketen so gut präzisiert. Ah, lass mich hoch. Ich habe noch 4 Hull und 0 Schild. Na, das sollte reichen. Für einen vernichtenden Erstschlag. Mein. Ich bin schon mit 0 Schild geflogen. Aber da konnte ich auch speichern und laden. Also. Daher schon ein kräftiger Unterschied. Also, die Dinger sind perfekt zielzoomend, stellen wir fest. Super, ich habe nicht ewig Zeit. Auch wenn das Let's Play wahrscheinlich ewig dauern wird. Weil ich 2 Milliarden Folgen brauchen werde, um allein den Vulkan. Oh. Super! Hey, ich habe mal keine Munition mehr. Was ist mal was ganz Neues? Tschüss. Ja, was auch immer ihr seid. Sie suchen in Christbaumkugeln oder keine Ahnung. Hall! Ich hab doch! Ja, voll drauf geschossen, wollte ich sagen, aber scheinbar nicht drauf genug. Hat er sich jetzt eben selbst in die Luft gesprengt? Was ist das denn? Achso, das sind diese komischen Raketen. Liegt da noch irgendwas rum? Ah ja, da hinten liegt noch mehr rum. Das nehme ich dann auch lieber noch mit. Ich bin zwar schon wieder auf dem letzten Level, aber was soll's. Ich verstehe kein Wort von dem, was die labert. Muss ich nochmal am Sound drehen? Jetzt nicht. Was macht mein Laptop? Der ist schwarz geworden. Hat sich schwarz geärgert. So, jetzt ist hier wieder die Stelle, wo ich sterben werde. Ja, toll. Es bringen mir Raketen, wenn die Gegner schneller wegfliegen, als ich irgendwo schießen und treffen kann. Irgendwie. Wow. Ach, so ist das gedacht. Okay. Sag das doch gleich mal einer. Ja, jetzt habe ich nur dummerweise keine mehr. Weil ich nur 15 davon bekommen habe. Ich hätte auf ganz einfach spielen sollen. Ist doch ganz einfach. Es kommt nach. Easy. Jetzt bitte mal stehen bleiben. Ich wüsste immer noch zu gern, wie die Waffenbelegung ist, weil ich drücke zwar die Tasten, es belegt sie, es passiert aber nichts. Schön, dass die Raketen auch nicht zielsuchend sind, die Standardraketen, dadurch trifft man so viel. Also fast schon ein bisschen was. Also wie die sich das mit den Raketen vorstellen, wüsste ich immer noch gern. Muss ich mal kurz mal Pause machen? Na komm. Der bricht da gern mal unterwegs ab, wenn man mal wieder über ein Gigabyte Updates oder so zieht. Ich sollte meinen Laptop öfters mal aktualisieren. So, sagen wir jetzt, dass hier gleich der Ausgang ist und ich gewonnen habe. Nein, das sind Goldbahnen. Was auch immer mir die bringen. Ja, da gibt es dieses Shop-System, das nicht funktioniert, ne? Ich habe ihn erwischt, ich bin so gut. Ich hab's voll drauf. Alle anderen werden daran gescheitert! Aber ich nicht. Ich hab's nämlich voll drauf. Und ich hab's nochmal drauf. Ich hab's doppelt drauf. Und ich hab's Shield. 32. Hinter mir brennt's irgendwie. Ich wusste, dass es eine gute Idee war, noch ein bisschen zu warten, bevor ich da dran fliege. Aber da kommt noch mehr. Kein Ding nicht, wir können sie alle abschießen. Wie ich es drauf habe, ich wieder überpro selbst. Wie Gott persönlich. Och nö, nicht noch mehr von den Dingern. Mir geht langsam die Munition schon wieder aus.
Naja, geht noch. Und ich bin tot, ey. Jetzt kommt der spannende Teil. Wir fangen die Mission nochmal von vorne an. Hey. Ja. Falsche Taste. Egal. Bei so einem spannenden Spiel kann man auch nebenbei mal was anderes machen. Ist ja nicht so, als würde ich immer wieder dasselbe zeigen. Nein. Schön ist, ich weiß nicht mal, wie lange die erste Mission dauert. Dass hier allen Anschein nach auch keine Karte gibt. Oh, es gibt Auto-Leveling. Was auch immer wir das sagen soll. Nicht so wichtig. Ich muss nachher nochmal nach den Waffen schauen. Na komm. So, Backup kaputt machen. Panzer kaputt machen. Oh. Ey, bisschen vorsichtig, ja? Sich über 136 Schild freuen, 175, 14 meine ich natürlich. Schild ist super, ist so. Mehr kann man sich gar nicht... Kann man sich gar nicht wünschen als 14 Schild. Aber 46 geht natürlich alternativ auch. Und ich fliege nochmal an dem Goldbahn vorbei, wunderbar, wie ich das mache. Wieder überpuschelig bin. Lassen wir den da noch weg. Schnappen uns die Solaris. Die Shield. Der voll krasse Shield. Der. Oh nein, wir können da nicht runter. Wir müssen also wirklich jetzt die Gegner töten. Wunderbar. Mhm. Wunderbar funktioniert das. Also Gegner töten, das ist wunderbar. Wir brauchen jedes Mal 2 Schuss. Warum auch immer. Ist halt einfach so. Schön. Jetzt sind es wahrscheinlich wieder die 2 da hinten. Ja, war ja klar. Ja, wie soll ich dem ausweichen jetzt? Ich da halt jedes Mal 2 Leben oder so verliere. Mit seinem Elektrostrahl. Ist auch eine Möglichkeit, irgendwie nicht von dem getroffen zu werden oder von denen, denn wahrscheinlich nicht, nein. Mensch, nicht mal alleine updaten kann sie der Laptop. Heieiei. Linux ist voll scheiße. Wo sind jetzt hin? Und die Standardraketen, damit trifft man überhaupt nichts. Super. Kann da nicht irgendwie ein Zielsuchsystem einbauen? Nee, kann ich nicht kaputt schießen. So, wunderbar, herrlich. Ein Traum. Und so spannend und actiongeladen. Ich glaub das kaum. Wow, er ist tot. Toll, Spiel. Ja, jetzt geh endlich runter. Aha. So, gut, toll. Hey, guck mal, eine Brücke mit Lava und Panzer, ne? Das habt ihr noch nicht gesehen. Damit habt ihr jetzt echt nicht gerechnet, oder? Oh. Und herunterfallende Steine. Wow.
Und damit hätte ich jetzt nie gerechnet. Tschüss. Viel mitgenommen? Ja, habe ich. Ach ja. Stirbst du jetzt bitte mal? Danke. Shield. Da haben wir noch irgendwas drin. Oh, jetzt kommt wieder die lustige Stelle. Hey, da bin ich noch nie gestorben, zum Glück. Machen wir erstmal das Geschützblatt. Komm, deck dich wieder. Wow, das war direkt der Volltreffer. Mann, die Dinger sind ja ultimativ zielsuchend. Sowas hätte ich gerne in Decent gehabt. Aber das hatte dann die KI irgendwie. Hör auf, da wegzufliegen. Ich hab bald keine Munition mehr sonst. Warum ist das überhaupt so komisch? Unsichtbar Färbung technisch. Soll es unsichtbar sein oder was? So, Ruhe jetzt hier. Komische Rakete, Waffe, noch mehr Waffen. Und viel zu wenig Shield. Allerdings ist 2008 Schuss Munition. Gut, dass sie nicht gezielt schießen können. Muss man ja 2 Kilometer vorhalten, damit man was trifft. Ich würde gerne wieder in mein Loch. Ich möchte in dieses Löchchen rein. Ich möchte, dass das Ding da mal ruhig ist. Wenn möglich. Holla. Da waren ja Feinde, die auf mich schießen irgendwie. Ich fliege lieber noch ein Stück zurück. Komm doch rauf. Da war es einer weniger. Die ich halt voll überhaupt nicht daneben schieße und ja und ja. Soll ich denn bitte in diesem engen Gang ausweichen können? Ich habe nichts damit getroffen, würde ich mal sagen. Gehe ich mal stark von aus. Was macht diese Rakete außer explodieren und scheiße aussehen? Jawohl. Na egal, komm, machen wir die platt hier. Und nehmen erstmal alles mit. Oh, ich bin... Was war das jetzt? Ein Gurt! Du kannst jetzt umschnallen. Wenn du mal bremsen musst, ne? Shield. Ja, voll viel. 22, wenn ich es richtig gesehen habe. Grandios, toll, wunderbar. Friss das und das und das und das und das und das und alles, was ich sonst noch so hab. Dauerfeuer hilft. Kannst du anders sagen, aber Dauerfeuer hilft. Und den habe ich jetzt wahrscheinlich total toll getroffen. Super, überhaupt nicht habe ich ihn getroffen. Hey, ich flog sie einfach hier rein. Können sie nämlich nicht ausweichen. Dann treffe ich da auch mal was. Ha! Mein brillanter Plan geht auf. Aber auch abzusehen, war ja schließlich ein Plan von mir. Halt, da geht's lang. Hier geht's links. Und dann links. Geht voll ab. Breakdance! In der Luft! Ey, wieso bist du nicht tot? Gehen voll ab, Mann. Breakdance in der Luft, sag ich ja. Ah, ihr habt keine Chance. Ich habe nämlich voll Skill in dem Spiel. Ich habe nämlich noch nie gespielt. In jedem Spiel, das ich noch nie gespielt habe, bin ich voll geskillt. Ja, ich habe keine Munition mehr für nichts. Sehr schön. Und jetzt? Was macht man da am dümmsten? Nix. Sterben. Ach, ich fliege einfach mal vorbei. Ja, okay, ich fliege nicht vorbei, wie es aussieht.
Ja, komm schon. Ich habe ewig Zeit. Zwar noch 8 Minuten, nee, 5 Minuten. Ist auch wegen ungünstig gewählt, die Farben der die Farben der helleren und dunklen Stellen, das ist nicht so ganz sichtbar immer. Ah, ich hänge an der Säule. Folge mir, du dummer Idiot. Und erschieß mich nicht. Ah, jetzt bin ich da drin. Jetzt bin ich im Loch. Da kommt, sieht er mich nie. Komm schon rein, du. Ha! Wie ich ihn ohne jeglichen Hüllenverlust wegblas. Hüllenverlust meine ich natürlich, nicht Hüllenverlust. Das zähle ich in der Schule. Ja, Shield und so, ne? Ich wollte jetzt gerade rufen, Überraschung, aber so überrascht war der scheinbar nicht. Ich treffe die so überhaupt nicht, dabei habe ich schon ewig die Streuung. Ich brauche noch mehr Streuung. Ich brauche so eine Waffe, die den ganzen Bildschirm dicht macht. Gibt es auch irgendwie Secrets oder so, oder kann ich das eher ab? Brauche ich da gar nicht dran zu denken. Will ich die überhaupt finden? So ist die Frage, ne? Ich meine, bei Secrets sind auch gern mal Gegner und ich habe ihn voll getroffen mit meiner Zisun-Rakete. Und jetzt bin ich tot. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Hey, ich bin an der Stelle vorbei. Geil. Das war jetzt aber nicht nett, Junge. Hör doch mal auf mich zu schießen. Das ist wirklich nicht nett. Weil sie nicht vom Wind in Gefahr bringen. Ah, da ist Wind. Ach so, deswegen bewege ich mich nach oben. Kann ich davon ausgehen, dass das jetzt langsam das Ende ist, oder? Nö. Oh. Oh oh. Och nö. Ah, das war wahrscheinlich schon der Ausgang, ne? Wunderbar. Ja, Game Over. Ich hab's gemerkt. Hey, guckt euch an. Wir spielen den Vulkan. Moment. Ich komme hier an die Taste, verdammt. Kacksystem hier, ey. Linux ist voll scheiße. Installiert euch. Installiert euch lieber Unix. Viel besser. Ja, komm.